Herzlich willkommen bei Ländle TV Der Tag. Heute mit diesen Themen. Winterkönig Cashpoint SCA Alltag startet ins Frühjahr. Es gibt einige Eindrücke vom 35. Landesnarrentag in Höchst. Sowie die News- und Wetterinformationen. Die Narren sind seit diesem Wochenende nun endgültig los. Mit dem 35. Landesnarrentag in Höchst starteten die zahlreichen Meschkerle aus dem Land in die Umzugssaison. Wir waren beim Landesnarrentag mit dabei. Bei der 35. Auflage des traditionsreichen Umzugs gaben sich tausende Narren und Gäste in der Rheinauhalle Höchst und beim anschließenden Umzug das Sternchen. Um 11.11 Uhr wurde die Fasnacht 2017 offiziell von VVF-Präsident Michael Stockglaser im Beisein von Landtagspräsident Harald Sonderegger und Bürgermeister Herbert Spahr ausgerufen. In diesem Sinne, Prosit auf die Narretei! Dies ist somit verkündet mit einem dreifachen Nara! Lauter Nara! Nara! So, das war schon dreimal. Okay. Für mich ist das wie die Oscarverleihung in Hollywood. Da sind tausende Meschkerle aus allen Landesteilen, eine große Familie. Da ist man als Landespräsident schon stolz, wenn man diese Meschkerle alle sehen darf an einem Ort, heuer in Höchst. Und dann noch ein paar Worte zu dieser Narretei dazu sagen darf. Die Fasnacht in Vorarlberg ist auch etwas ein Unikum. Wir haben im Vorarlberg über 130 Vereine, die im Verband integriert sind. Wir sprechen hier von 6.000 Närrinnen und Narren. Aber man könnte auch sagen, die närrische Dunkelziffer ist höher. Denn in jeder Gemeinde wird die fünfte Jahreszeit ordentlich gefeiert. Das freut uns und wir sind froh, denn jetzt herrscht wieder Fasnacht im Ländle. Die wahrscheinlich größte Guckermusik der Welt heizte die Stimmung in der Rheinauhalle ordentlich an, ehe der Umzug um 13.30 Uhr auf der Landstraße Höhe Blumenweg startete. Mit opulent aufgebauten Umzugswagen und in allen Farben schillernden Kostümen wurden die Gäste unterhalten und konnten sich einen Überblick über das mannigfaltige närrische Treiben im Ländle verschaffen. Fastnachtsanfang ist immer eine coole Sache. Wir versuchen natürlich, dass wir nicht nur da sind bei der Eröffnung, sondern bei den anderen Umzügen im Land auch. Und wie gesagt, das ist sensationell. Die Jungs haben erfreut, als Familie unterwegs sind. Ist so eine coole Sache. Einfach fantastisch. Ja, es ist super, da sind gute Leute rum, es sind Meschkele rum, super Musik, voll Party, ist super einfach mal. Am Ende von der Ferien, morgen geht's schon wieder los, ja. Wir machen jetzt noch ein Party und es ist super, wir haben eine Freude dabei. Bei Jung und Alt sorgten die Narren mit Choreografie und Guckermusik für Heiterkeit. Einen ausführlichen Bericht zum Landesnarrentag sehen Sie ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin sowie online auf www.voll.at/ländle-tv. Und bei uns geht es nun weiter mit den Meldungen des Tages. In der Nähe der Gschwendalpe in Dornbirn bemerkte am Vormittag ein Tourengeher eine in Vollbrand geratene Jagdhütte. Weil Einsatzfahrzeuge den Brandort nicht erreichen konnten, musste die Feuerwehr den Brand aus der Luft löschen. Knapp 3 Millionen Euro stellt das Land Vorarlberg heuer für den Landesfeuerwehrverband bereit, teilten Landeshauptmann Markus Wallner und Sicherheitslandesrat Erich Schwarzler mit. Darin enthalten sind auch die Beiträge zur Anschaffung von verschiedenen Katastropheneinsatzgeräten sowie die Zahlungen des Landes für die Brandverhütungsstelle. Der Landesfeuerwehrverband bietet ein breites Service- und Dienstleistungsangebot, von dem die Feuerwehren im Land auch in Zukunft profitieren sollen, betont Wallner. Laut Landesrat Schwarzler haben die Feuerwehren durch ihre hohe Einsatzbereitschaft und Professionalität bei der Bevölkerung ein hohes Ansehen. Zu Recht, denn sich freiwillig im Dienste der Gemeinschaft für die Sicherheit zu engagieren, ist nicht selbstverständlich. Die hochmotivierten Feuerwehrfrauen und Männer im Land verdienen dafür Respekt und Anerkennung. Wallner und Schwarzler versichern, dass die Feuerwehren von Landesseite weiterhin mit aller Kraft unterstützt werden. In höheren Lagen und oberhalb der Waldgrenze gilt im Ländle weiterhin die Warnstufe 3 für Lawinen. Gefahrenstellen finden sich vorwiegend im schattenseitigen, windbeeinflussten Steilgelände, oberhalb von ca. 2000 Meter und dort, wo bisher bereits eine Altschneedecke vorhanden war.
Genau 22 Tage ist es her, da krönte sich der Cashpoint SC Altach mit dem 3:1-Sieg über Rapid zum Winterkönig in der Tipico Bundesliga. Nach einem sensationellen Herbst mit 42 Punkten haben Netzer und Co. bereits zur Winterpause 2 Zähler mehr auf dem Konto als in der gesamten letzten Saison. Ab heute bereiten sich die Rheindörfler intensiv aufs Frühjahr vor. Nach einer Woche Regeneration und 7 Tagen Alternativprogramm haben sich die Spieler mit seinem Heimprogramm auf den Trainingsauftakt eingestimmt. Am Montagmorgen pünktlich um 9.30 Uhr war es dann soweit. Das Trainerteam rund um Neo-Cheftrainer Martin Scherb bat die Altacher Kicker zum Trainingsauftakt nach Dornbirn. 3 Tage verbringen die Rheindörfler nun im Olympiazentrum, bevor es am Donnerstag mit Balltraining in der Cashpoint Arena weitergeht. Ja, von dem hohen Anspruch, den der SC Altach sich in dieser Herbstsaison erarbeitet hat, will man natürlich nicht runtergehen. Das heißt, unser Ziel ist das Höchstmöglichste. Aber wie das im Detail ausschauen wird, das möchte ich noch mit der Mannschaft im Trainingslager dann besprechen, weil die Mannschaft muss ja dieses Ziel dann umsetzen. Aber so wie ich die Spieler bis jetzt schon kennengelernt habe, wird das ein sehr ambitioniertes Ziel sein. Und das passt dann gut mit meinen Vorstellungen zusammen. Bis auf den nach Salzburg zurückbeorderten Leihspieler Dimitri Oberlin war der gesamte Kader, also auch die beiden Langzeitverletzten Hannes Aigner und Jan Zwischenbrucker mit von der Partie. Und Routinier Aigner Brenz ist heiß auf die kommende Frühjahrssaison. Na sicher, ich bin vom Kopf her 100%ig Spieler, ich bin sehr, sehr heiß, ich freue mich jetzt auch auf die Vorbereitung. Die Vorbereitung freut man sich als Fußballer normalerweise weniger, ich schon, weil ich jetzt doch lange nichts machen habe können. Ich brenne, wie du sagst, also Vollgas geben bis zum ersten Spiel und sich qualifizieren. Die Jungs haben super gearbeitet im Herbst. Also von dem her, ja, wir werden jetzt Vollgas geben und dann werde ich wieder angreifen. Dass es nicht einfach wird, an den sensationellen Herbst anzuschließen, ist sich das Team bewusst. Dennoch will man mit breiter Brust in die am 11. Februar mit dem Auswärtsspiel bei Admira Wacker beginnende Frühjahrssaison gehen. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir uns auch mental darauf vorbereiten. Wir stehen jetzt ganz oben, natürlich sind wir jetzt der Gejagte, aber ich denke, es gibt nichts Schöneres im Fußball, als der Gejagte zu sein und ganz oben zu stehen. Und das haben wir uns hart erarbeitet, das wollen wir uns natürlich auch nicht wegnehmen lassen. Trotzdem, natürlich die anderen Mannschaften werden sich auch jetzt besser auf uns einstellen, werden noch mehr zeigen wollen, dass sie uns schlagen können. Vor allem zu Hause haben wir doch eine sehr erfolgreiche Serie gestartet und es wird sicherlich nicht leichter werden. Bereits im ersten Heimspiel eine Woche später, am 18. Februar, trifft der Cashpoint SC Altach in der Festung Schnabelholz dann auf das Ex-Team von Trainer Martin Scherb, den SK in St. Pölten. Dann will man mit der Unterstützung der hoffentlich zahlreichen Fans die erfolgreiche Heimbilanz als einziges Team der Liga bisher ohne Niederlage weiter fortsetzen. Soweit zum Frühjahrsauftakt des Cashpoint SC Altach und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Gut 20 Mediziner schultern inzwischen den Ärztebereitschaftsdienst neu, in den das Land nun weitere 356.000 Euro investiert. Er wurde vor einem Jahr gegründet, weil es immer schwieriger wurde, Ärzte für Totenbeschauen oder Hafttauglichkeitsuntersuchungen zu finden. Der Vorschlag von Integrationsminister Sebastian Kurz, das Kopftuch im öffentlichen Dienst zu verbieten, sorgt nicht nur für Zustimmung. Arbeitnehmervertreter verstehen die Diskussion nicht. Und Vorarlberg möchte im Bereich Sonderpädagogik einen eigenen Weg gehen. Volksschulen, Mittelschulen und sonderpädagogische Einrichtungen sollen dabei pädagogisch gut abgestimmt miteinander kooperieren. Das war's auch schon wieder von Ländle TV, der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Tschüss. Mit Temperaturen zwischen minus 5 und 1 Grad geht es durch die heutige Nacht. Der Wind weht mit 9 km/h aus Südosten. Morgen ist es stark bis dicht bewölkt, es kommt kaum Sonne durch. Gegen Abend kommen von Westen her Schneeschauer auf. Die nächtlichen Schneeschauer klingen am Mittwochmorgen dann ab und es lockert vorübergehend auf, ehe am Nachmittag von Westen her ein kompakter Wolkenschirm aufzieht. Am Abend und in der Nacht folgt etwas Niederschlag, bei steigender Schneefallgrenze und auffrischendem Wind. Viele Wolken und auch etwas Niederschlag bringt der Donnerstag und am Freitag schneit es leicht bei Temperaturen von minus 1 bis plus 1 Grad.